Niki S. aus Dietzenbach war leidenschaftlicher Hobbytaucher. In seinem Facebook-Profil zeigt er Videos und Fotos von seinen Tauchgängen. Gestern Abend ist er im Keller seines Hauses, füllt die Tauchflaschen selbst. Dabei bricht eine Vorrichtung ab und verletzt ihn schwer. Sein Bruder Daniel hatte den 38-Jährigen noch 2 Stunden vorher besucht. Niki S. war mit seinem 9-jährigen Sohn alleine zu Hause, als es passiert ist. Der Sohn, der war oben, hat Fernseher geguckt und hat halt diese Verpuffung gehört. Und dann ist er runter und da hat er halt den Papa gefunden und hat gleich Rettungswagen alarmiert und Der Notarzt findet Niki S. lebensgefährlich verletzt am Boden. Er hat eine Schädelfraktur und eine klaffende Wunde in der Brust. Sofort kommt er in eine Klinik, wo die Ärzte um sein Leben kämpfen. Der 38-Jährige stirbt an seinen Verletzungen. Ich weiß nur, dass er 2 Flaschen, Pressluftflaschen umgefüllt hat. Und da ist irgendwas geplatzt und hat halt irgendwie mit dem Brustkorb hat er was abgekriegt und ja. Inzwischen haben Ermittler den Keller von Niki S. untersucht. Fest steht wohl, dass es ein tragischer Unfall war. Dieser 38-jährige Mann galt als ambitionierter Hobbytaucher und hat sich selber eine Vorrichtung gebaut, mit der es möglich ist, eine Füllung von einer Tauchflasche in eine andere Tauchflasche umzufüllen. Und das hat er wohl gemacht. Dazu ist ein hoher Druck vonnöten. Und dabei ist etwas passiert, da ist ein Gestänge von dieser Vorrichtung abgebrochen, weggeflogen und hat den Mann eben getroffen und tödlich verletzt. 200 bis 300 Bar hat eine volle Taucherflasche. Ein immenser Druck. Wegen der Unfallgefahr dürfen Flaschen nur von Tauchern mit entsprechender Ausbildung abgefüllt werden. Nur wenige Taucher machen das selbst, weiß Frank Ostheimer vom Verband Deutscher Sporttaucher. Allerdings muss man sich strikt an Regeln halten. Zu dem Fall selbst können wir nichts sagen, das wäre reine Spekulation. Fakt ist aber, dass Unfälle passieren beim Füllen. Also das ist kein Einzelfall. Es kommt nicht allzu oft vor, aber es kommt vor. Ein tragischer Unfall eines erfahrenen Tauchers, den der Bruder von Niki S. deshalb auch gar nicht verstehen kann. 10 Jahre ist er jetzt Taucher und war eigentlich Vollprofi da drin, müsste ich sagen. Und jetzt ist halt das passiert. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber ja, wir denken, dass Materialermüdung war. Ja. Niki S. hinterlässt seinen 9-jährigen Sohn und seine Ehefrau.